Eine Frage an die Zuschauer. Zuschauer, seid ihr bereit? Ja. Haben wir nichts mehr? Probieren wir es nochmal. Seid ihr bereit? Ja. Teller, ein bisschen mehr, aber die Zuschauer. Die Zeit ist nicht auf. Mein Kommando gilt. 3, 2, 1, los! Hopp, 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 hopp. Hinter dem Zaun vorbei, oder beziehungsweise ganz knapp vor dem Zaun vorbei. Ort. Die Nummer 1, das ist die Nummer 1, es ist der Feuerreissieger, Neurath Dahlmann, der oben als Erster jetzt in die Abfahrt geht. Jetzt hat das Licht auch eingeschalten. Jetzt schaut er sich zurück und jetzt lässt er die Skier laufen. Er kantet leicht auf, dass er mehr oder weniger auf den Kanten herunterfährt, dass die Feller frei in der Luft sind, dass das Ganze hier besser funktioniert, dass das Ganze schneller funktioniert. Und jetzt kommt er unten herein und dann noch die letzten Meter. Herauf ist die 38, 23. 51. Und der Fuchs Stefan, die Startnummer 59, ist auf Platz Nummer 2. Haben wir gehört, aber hier kommt der Sieger. Der 18. Sparkasse Nachtausstieg. Neurath Dahlmann! 38, 49, 69, seine offizielle Zeit. Gratulation! Er hat seinen Titel verteidigt und er ist auch der Sieger des Tiroler Skitour Cups 2016. Gratulation, Armin Neurather! Wahnsinn, Armin! Und ich hoffe, die Wahnsinnigen, die was hinuntergefahren sind, haben euch nicht zu sehr belästigt. Das war nicht im Sinne der Veranstalter. 59, Fuchs Stefan, es war Kloster Alpsöl, Gratulation! Fuchs Stefan, ganz ein junger Teilnehmer, Jahrgang 1996, 20 Jahre, 19 Jahre jung, ist hier auf den zweiten Platz gegangen mit ca. 39,30. Eine Wahnsinnszeit, unter 40 Minuten. Wir hätten uns das nicht gedacht vor 4-5 Jahren, dass einer unter 40 Minuten heraufgeht. Und hier kommt der ganz stark, geht er heute. Freut mich viel persönlich, der drittplatzierte Rufka Philipp. Eiskletterer, Extrembergsteiger, alles macht er. Normalerweise diese kurzen Sprints nicht so seine Heimatdisziplin. Und heute ist er ganz, ganz stark gekommen, der Philipp, auf den dritten Platz. Also hier noch einmal, Riesenapplaus. Für die ersten drei, Neurath Dahlmann, Fuchs Stefan und Brucker Philipp. Sechs, der ist ganz stark, noch im Fernsehen als Polizist heute bei uns im Ziel, die ist Leib Nummer 6. Der Randeljob und der schnellste Zillertaler ist auch hier als fünftplatzierter Wahnsinn. Pulzer Manfred, 40,20, was ich da sehe, eine seiner schnellsten Zeiten, die er je hier heraufgeschafft hat. Gratulation Manfred und heute hast du wirklich, glaube ich, ein Weizen verdient, nicht nur ein Alkoholpreis. Der Peter hat mir schon eins gesagt, ich bin mir sicher, er besorgt auch eins. Wahnsinnsleistung, Randeljob, der Viertplatzierte und Pulzer Manfred. Ist der fünftplatzierte Randeljörg vom Haglös Rennsunion Sporthüte-Team, gleich wie unser Sieger, Neurath Dahlmann. Und der Holzer Manfred geht für das Rennteam einfach toll. Gratulation, Burschen, Wahnsinnsleistung. Bitte hinten drüben die Rucksäcke abholen, Startnummern abgeben. Von meiner Sandra bitte nicht vergessen. Sie nimmt euch die Startnummern ab, die Moni und die nächste Sandra geben euch dann den Tee bzw. die Rucksäcke und Sieger erobern. 21 Uhr. Let's Conny! Dynafit Racing Skisport Lucky, auch schon ein Sieger hier. Kommt als sechstplatzierter über die Ziellinie, der schnellste Deutsche, der schnellste Bayer hier. Conny, freut mich, dass du wieder den Weg hier herauf ins Rofan gefunden hast. Gratulation. Dritter der Ecker Georg, Salveda, Mountain Shop Hörhager. Ist hier bei uns im Ziel. Gratulation, Wahnsinnszeit. 41, 49, 41, 48 war hier seine Zeit. Ja, über 100 Athletinnen und Athleten sind auf der Strecke, meine Damen und Herren. Bleibst du bei uns,
Und es sind auch viele Zuschauer hier. Danke, dass alle aufgekommen sind. Und jetzt macht mal einen Applaus, macht mal einen Lärm für den nächsten. Haben wir Stimmung im Refrain? Kick Christoph, Lisa Winkler, Raschboot-Freunde aus Deutschland, Gratulation, auch Gratulation der Startnummer 23. Den Biberger Andreas vom Team Skinfit, Gratulation Burschen, ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Hinterm Haus drüben gibt es die Rucksäcke, Philipp, hinterm Haus drüben, Rucksäcke, die bitte die Startnummer entsprechend abgeben und dann in einer der Hütten vom Rofan die Nudeln und um 21 Uhr Sieger. Kölner Thomas, es war groß, die Alp Sylt, Gratulation Thomas. Auch jedes Jahr dabei, freut mich, dass er wieder dabei war. Und super Leistung, hier Hilfe braucht. Schaut auf die eine Seite auf, das schaut ja wahnsinnig aus, wunderbar. 39 sprintet hier gegen 63 und 39 setzt sich durch. Der Grimbacher Thomas vor der Startnummer 63, den Wojtek. Jörg, hallo Jörg, danke wieder fürs Mitmachen.